Herzlich willkommen zur Feldexkursion. Ich freue mich sehr, Sie zum Saisonstart begrüßen zu können. Aktuell sind die Zeiten ja doch belastend und auch ungewiss aufgrund des Coronavirus. Wir, die NU Agrar, merken es auch aktuell. Die Vorortberatung wird etwas reduziert bzw. in einigen Regionen aufgrund der Ansteckungsgefahr komplett eingestellt. Deswegen bin ich froh, dass wir in der heutigen Zeit auch andere Medien nutzen können, beispielsweise den YouTube-Channel bzw. Handy und Computer. Also nutzen Sie diese Möglichkeiten, um Fragen, Probleme, Diskussionsbedarf mit uns teilen zu können und dann finden wir schon eine gemeinsame Lösung. So, aber wie sah es in den letzten Wochen auf den Feldern aus? Der Winter war ja fast nicht vorhanden. Aufgrund der milden Temperaturen war es immer wüchsig. Und im Februar, als dann einige mit dem Düngerstreuen beginnen wollten, kam der Sturm und der Regen. Besonders auf schweren Böden war die Befahrbarkeit nicht gegeben und die erste Startgabe wurde erst recht spät durchgeführt. Wenn man dann durch die Lande gefahren ist, hat man schon die ersten aufgehellten bzw. sehr inhomogenen Bestände gesehen. Besonders Gerste ist mir aufgefallen. Liegt es wirklich an Stickstoff? Der Dünger ist jetzt schon seit ein, zwei Wochen drauf und trotzdem sehen die Bestände noch so scheckig aus. Woran kann das liegen? Mit dieser Frage hat sich vor einigen oder etlichen Jahrzehnten auch schon Justus von Liebig auseinandergesetzt. Sie können sich bestimmt an die Nährstofftonne erinnern. Also wenn ein Nährstoff im Mangel ist, dann ist der Spitzenertrag nicht mehr möglich. Pflanzenanalysen im Februar und März haben ergeben, dass etliche Nährstoffe im Mangel waren, aber es war nicht immer Stickstoff. Besonders Kali, Schwefel, aber auch Phosphor und einige Spurennährstoffe wie Zink waren häufig im Mangel. Phosphor und Zink deuten häufig auf ein noch schlechtes oder geringes Wurzelwachstum hin. Sehr wasserlösliche Nährstoffe wie Kali und Schwefel können eben auch ganz schnell aufgrund von vielen Niederschlägen verlagert werden. Und dort kommen aktuell die Pflanzen vielleicht noch nicht dran. Also schauen Sie sich vielleicht einfach mal Ihre Bestände an. Wenn die aktuell noch nicht durchgegrünt und einheitlich aussehen, dann sollten Sie sich vielleicht noch mal über eine bestimmte Nährstoffgabe oder sogar Pflanzenanalyse Gedanken machen. Zum Ende hin noch etwas für die Getreidebauern. Ist Ihnen aufgefallen, dass dieser Weizen hier schon die Blätter sehr aufrecht gestellt hat? Man hat das Gefühl, er ist am Schossen. Und ja, es ist so. Obwohl wir gerade mal Ende März, also den 12-Stunden-Tag, erreicht haben, sind besonders die früh aufgelaufenen Bestände jetzt schon in EC 31 oder sogar 32. Zum Schossen braucht der Winterweizen aber in der Regel, je nach Sortentyp, den 14-Stunden-Tag. Wie kann das sein? Der Vernalisationsbedarf, also der Bereich zwischen 0 und 8, 0 bis 10 Grad, war schon relativ schnell gedeckt. Dazu kam die intensive Strahlung über Winter und jetzt haben wir eben das Phänomen, dass viele Getreidebestände doch schon weit in der vegetativen Entwicklung sind. Wenn Sie jetzt aber mal den Halm aufschneiden und sich auch die Ähre unter einer Lupe anschauen, werden Sie sehen, dass die generative Entwicklung noch nicht so weit ist. Also die eher so einem durchschnittlichen Jahr entspricht. Und das deutet auch eher dahin, dass wir in diesem Jahr doch lange Bestände bekommen, unter Umständen einen zusätzlichen Knoten und ein zusätzliches Blatt. Das bedeutet, wenn Sie eben auch dichte Bestände haben, lageranfällige Sorten, sollten Sie zu den Terminen rechtzeitig und auch gut kürzen, sofern eben noch kein Trockenstress oder Ähnliches vorhanden ist. Haben Sie Fragen, können Sie sich gerne bei uns melden. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.